Hi all, neu im Allgäu, Musikgaragen-Channel. Lass uns das, ist cool. Channel. Wir werden in Zukunft ein paar Videos machen, Tutorial-Videos. Wir werden machen auch ein bisschen produktbezogen was machen und da wollen wir heute was dazu beitragen. Und zwar arbeite ich seit Anfang des Jahres mit einer sibirischen Firma zusammen, die richtig coole Effekt-Pedals macht, Preamps macht. Anscheinend Sibirien ist relativ kalt. Da hat man ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken und Tüfteln und die haben ziemlich gute Sachen rausgebracht. Und das erste, was wir heute vorstellen, ist das AMT Electronics Japanese Girl Wawa. Das nächste Mal für jemand, der noch nicht mit Wawa was getan hat, ein bisschen erklären, was das Ding tut. Das ist im Prinzip einfach nichts anderes wie ein Mittenboost. Also die Mittenfrequenzen wurden geboostet und können dann mit dem Fuß, mit dem Pedal, mit einem Poti hin und her gefahren werden. Effekt von dem Ganzen ist, dass ich das Ganze artikulieren kann, wie im Prinzip meine Sprache auch. Also das, was ich mit dem Mund mache, kann ich dann im Prinzip auf die Gitarre einigermaßen übertragen. Klingt ungefähr so. Man merkt, wie diese Mittenfrequenz hin und her fährt. Kann ich dann jetzt, wenn ich jetzt diese mein Spiel und meinen Fuß ein bisschen synchronisiere, kann ich das Ganze wunderbar à la Sprache humanisieren. So, und nun zum IMT Electronics Japanese Girl Wawa und warum das im Prinzip wirklich mein absolutes Nummer 1 Wawa gerade ist. Das hat verschiedene Vorteile. Erstens, es ist klein. Die meisten Wawas sind so groß, brauchen so viel Platz auf dem Pedalboard. Und das Ding ist knuffig klein, funktioniert aber ganz genau so gut wie alle anderen Wawas auch. Also die Frage ist, warum die so groß sein müssen. Dann hat es, was ich ziemlich cool finde, es hat drei Modi. Die Modi, da ist ein kleiner Schalter dran. Und ich würde sagen, Modi 1 kann man sagen, ist so typisch Crybaby Wawa, also so wie man Wawa es kennt. Modi 2 hat was, das finde ich ziemlich cool. Der hat so eine tiefe Totfrequenz. Der hat nur dieses Wawa. Und das habe ich sonst noch nie gehört. Ist schon wieder ein Effekt für sich. Also ich kann es als Effekt so allein schon nehmen, kann aber ganz normal nehmen, der auch ganz normal als Wawa einsetzen. Also ein bisschen Touch-Octaver-Effekt mit drin. Finde ich total cool. Und was auch sehr praktisch ist, es hat zwei LEDs links und rechts, die die On-Off-Funktion anzeigen. Weil oft gerade live muss schnell gehen. Weiß ich nicht, ob es wahr war. Wenn es optisch anzeigt wird, ist einfach viel cooler das Ganze. Was das Ding kann, habe ich in einer kleinen Funk-Jam aufgenommen. Könnt ihr mal reinhören. Ein Link zu der Firma. Mal die anderen Produkte mal anchecken, was die alles im Programm haben, die auch ziemlich cool sind. Wird dann eingeblendet und zwar hier, hier oder hier oder hier. Yeah.
So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir werden in nächster Zeit mehr so Sachen posten, also sprich wirklich nicht nur jetzt produktspezifisch Sachen, wir werden auch ein bisschen Tutorials machen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr reinschaut öfters mal, und mehr gibt es in Zukunft auf dem Musikgaragen-Channel oder auf musikgarage.eu.